Sie sind hier, 14. Juli 2018, 15.30 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Belgien besiegte England in der WM-Gruppenphase mit 1:0. Urheberrecht Getty Images. Im Spiel um Platz 3 wollen sich Belgien und England mit einem Erfolg aus Russland verabschieden. Vor allem ein Trainer Gareth Southgate rotiert. Die Aufstellungen im Überblick. Es ist das Duell der WM-Halbfinalverlierer, wenn in St. Petersburg Belgien auf England trifft, ab 16 Uhr im Live-Ticker. Während die Belgier bis auf eine Ausnahme ihre bestmögliche Elf aufs Feld schicken, nehmen die Engländer von Coach Gareth Southgate, die einen Tag weniger Regeneration hatten und beim 1:2 gegen Kroatien eine Verlängerung spielen mussten, gleich 5 Änderungen vor. Für Kyle Walker, Jordan Henderson, Ashley Young, Jesse Lingard und Danny Ali beginnen Danny Rose, Eric Dyer, Phil Jones, Fabian Delph und Ruben Loftus-Cheek. Belgiens Trainer Roberto Martinez stellt gegenüber dem 0:1 im Halbfinale gegen Frankreich auf 2 Positionen um. Der gegen die Franzosen gesperrte Thomas Meunier kehrt zurück und verdrängt Moussa Dembele. Als einziger Stammspieler erhält bloß Marouane Fellaini eine Pause, ihn vertritt Juri Tielemans. Aufstellungen England, Belgien im Überblick. Belgien, Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witzel, Schadli, De Bruyne, E. Hazard, R, Lukaku. England, Pickford, Pete Jones, Stones, Maguire, Trippier, Dier, Die Rose, Loftus, Cheek, Delph, Sterling, H. So können Sie England, Belgien live verfolgen. TV Art Stream, sportschau.dtk, sport1.de.